Ja, der Daniele kennt sich aus, der sitzt hier neben uns, denn der war ja am Wochenende im Fernsehen und deshalb weiß er auch schon, wie es heißt, wenn man Schnitt sagt oder Cut oder so. Daniele, herzlich willkommen. Hallo. Daniele, erzähl mal, du warst beim Supertalent am Wochenende bei RTL. Genau. Und was hast du da genau gemacht für diejenigen, die es nicht gesehen haben? Michael Jackson. Michael Jackson getanzt. Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie das war, wie der Bohlen so war und der Bruce und die Silvi. Die waren alle so nett. Silvi war die Liebste. Also nach der Show, da hat die ja noch seine Meinung gesagt und Dieter war auch nett. Und Bruce war auch nett, also waren alle nett. Der Dieter hat ja was ganz Besonderes zu dir gesagt. Was bist du nochmal? Checker. Bist du stolz drauf, ne? Ja. Das kann ich verstehen. Weil der Daniele hat nämlich wie viele Freundinnen? Zwei. Gleichzeitig. Psst. Ja. Gut. Und meinst du, da kommen jetzt noch welche dazu? Nee. Reichen denn zwei? Ja. Und wie war es denn so beim Tanzen? Warst du da aufgeregt? Ja, sehr viel. Erzähl mal, wie du aufs Tanzen gekommen bist und wie das Tanzen dann bei RTL war. Also ich bin drauf gekommen, da, wo der Michael Jackson tot war, da bin ich einfach drauf gekommen. Dann habe ich gedacht, so, jetzt kann ich ja Michael Jackson tanzen. Und dann habe ich mal dort getanzt und mal dort. Und dann hat mir gesagt, jetzt melde ich dich mal beim Supertalent an. Und dann... Du siehst ein bisschen so aus wie der jüngste Sohn von Michael Jackson, finde ich. Weißt du? Wie der Blanket. Ja, genau, der größere junge Sohn. Ja, der ist ein bisschen, der ist glaube ich auch fast so alt wie du, ne? Nee. Nee? Ist der, nein, ich meine der, aber der kleinste von denen. Weiß ich nicht. Na, ist ja auch egal, du bist ja auch nicht der Sohn von Michael Jackson, du bist ja der Daniele. Und wie geht das jetzt weiter? Wenn wir jetzt mal sehen. Es ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, dass die Saarländer für dich abstimmen. Du bist weiter, aber demnächst kommen ja dann die anderen Runden und da muss man ja auch anrufen. Jetzt kannst du mal da in die Kamera sagen, wer alles für dich anrufen soll und warum. Kannst du ein Kirchen zu mir anrufen? Das ganze Saarland. Ganze Saarland. Ja, ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Genau. Und wir auch? Ihr auch.